Wunderschönen Sonntagnachmittag oder frühen Abend. Wir sind wieder bei unserem NBA-Sonntag angekommen und da wir 8 Spiele heute auf dem Programm haben, fangen wir damit auch gleich an. Vorab aber einen ganz kleinen Rückblick auf die letzte Woche, auf den letzten Sonntag. Auf unserem YouTube-Kanal haben wir 8 Betten vorgestellt. Da 7 davon erfolgreich gewesen sind, der kleine Auszug wird natürlich fortlaufend auch weiter so gemacht. Pacers Bulls, Heat Rockets, Knicks Kings. Richtig beim Over daneben gelegen und zwar deutlich, weil New York einfach nicht scoren wollte. Spurs, Lakers, Cavaliers, Mavericks, beide wetten richtig und Clippers gegen Jazz. Insgesamt hätte man noch die ein oder andere höhere Quote mitnehmen können, aber ich glaube, wir können relativ zufrieden mit diesem Start sein. Heute, wie gesagt, 8 Spiele, das erste um 21.30 Uhr, vorab aber noch ein zusätzlicher Blick auf die Tabelle. Im Osten nach der Niederlage der Boston Celtics bei den Philadelphia 76ers im ersten Spiel läuft es richtig gut. Sie führen den Osten an mit 7 Siegen und nur einer Niederlage. Die Raptors auch wirklich gut, der Titelverteidiger gut in die Saison gestartet, 6 Siege, 2 Niederlagen. Jetzt allerdings 2 verletzungsbedingte Ausfälle. Von den Startern Serge Ibaka und Kyle Lowry kommen wir im Spiel gegen die Lakers später darauf zu sprechen. Miami gefällt mir auch wirklich gut, hatte ich nicht so eingeschätzt, aber sie sind ein homogenes Team. Jimmy Butler nach dem ersten Spiel nicht dabei, jetzt auch gut integriert. Könnte wirklich was werden und mittlerweile sehe ich die nicht mehr so knapp innerhalb oder außerhalb der Playoffs, sondern tatsächlich unter den Top 6. Indiana auch nicht so gut gestartet, mittlerweile klicken die immer besser. Brooklyn läuft auch gerade mit auch 2 Siegen in Folge. Charlotte 2 Niederlagen in Folge. Und das ist trotzdem immer noch eine beeindruckende Bilanz dafür, dass ich wette, dass 99% aller Zuseher hier, genauso wie ich, nicht die Starting 5 von Charlotte nennen würden können. Also, wenn es euch anders geht, Respekt. Detroit auf der 9, Blake Griffin wird morgen, soweit ich weiß, sein Comeback feiern, seine Saisonpremiere. Cleveland auch auf Platz 10 besser da gestanden als erwartet. Und die Hawks haben leider auch ein bisschen Verletzungspech mit Trae Young gehabt. Und jetzt ist, genauso wie bei den Phoenix Suns, das Überraschungsteam im Westen, auch in Atlanta, Collins wegen Dopings zu 25 Spiele Sperre verdonnert worden. Ansonsten nichts Großartiges, Überraschendes. Orlando Magic stand jetzt, haben sie nicht den nächsten Schritt gemacht in ihrer Weiterentwicklung zur letzten Saison. Dort ja in die Playoffs gekommen, auf einem enttäuschenden 12. Rang und 6 Niederlagen bei nur 3 Siegen. Im Westen sind die Lakers wieder da. 7 Spiele in Folge gewonnen, genauso wie die Boston Celtics. Gegen die Clippers im Derby im ersten Spieltag verloren, seitdem immer die Gegner eigentlich ganz gut vernichtet. Denver, genauso wie letztes Jahr, stand jetzt auf dem 2. Platz. Houston Rockets 3, da erwartet man ja bei jedem Spiel, wie läuft es zwischen Harden und Westbrook. Und ich glaube, mit 6 Siegen und 3 Niederlagen stehen sie momentan wirklich gut da, genauso wie die LA Clippers. Und man sieht es insgesamt, es ist einfach verdammt eng. Also hier bis zum 9. Rang alle mit einer positiven Bilanz und Oklahoma bzw. vor allem Portland, die werden definitiv auch bald wieder im über 50% Winquote sein. Momentan mit 4 Niederlagen am Stück, nur auf Position 11 für Golden State. Was willst du machen? Die ist Green verletzt, Curry verletzt, fällt wahrscheinlich sogar die komplette Saison aus. Diese News gab es zumindest in dieser Woche. Selbst wenn die Verletzung nicht so schlimm sein sollte, vermute ich, dass sie ihn trotzdem behutsam aufbauen werden. Denn das Beste, was Golden State eigentlich jetzt machen kann, ist irgendwie die Chancen, die prozentualen Chancen zu erhöhen, im Draft weit oben zu stehen. Auch wenn durch das neue Draft-System Tanken in dem Sinne nicht mehr belohnt wird. Ja. Dann lass uns doch mal auf den heutigen Spielkalender schauen. Habe ich hier die Seite von ESPN. Denver gegen Minnesota, unser erstes Spiel um 21.30 Uhr deutscher Zeit.
Und weiter geht es dann mit Indiana gegen Orlando, Charlotte, Philadelphia, Milwaukee bei den Oklahoma City Thunder, Cleveland gegen New York, Brooklyn gegen Phoenix, Atlanta gegen Portland und der amtierende Meister Toronto Raptors bei den Los Angeles Lakers. Nuggets gegen die Timberwolves. Die Timberwolves, wie wir es gerade gesehen haben, mit ein paar Niederlagen. Die offizielle Line ist bei Nuggets minus 3, heißt also, dass Denver der Favorit ist. Alle Spieler sind einsatzfähig. Minnesota muss eventuell auf die Dienste von Jeff Teague und Shabazz Napier verzichten, also haben da ein bisschen Nachteile. Wenn wir uns die letzten Spiele hier anschauen, Minnesota gegen Golden State gewonnen, heißt nichts mehr. Davor gegen Memphis verloren, das spricht nicht unbedingt dafür. Wahnsinnig viele Punkte kassieren die Dudes oder machen sie dann auch teilweise selber. Also das ist in den letzten 4 Spielen unglaublich viel Punkte, während Denver sich vor allem auf die Defensive standardmäßig konzentriert. 97 gegen Philadelphia nur zugelassen im Sieg, auch gegen Miami nur 89 Punkte zugelassen, gegen Orlando 87. Und davor gab es eine Niederlage gegen New Orleans, die auch nicht so gut gestartet sind. Und die Niederlage gegen Dallas, das freut uns natürlich am allermeisten oder mich zumindest als Dallas-Fan. Also von den Matchups könnte es insofern spannend werden. Towns gegen Jokic, da hat er bestimmt auch gute Arbeit. Also das heißt, dass auch die anderen Großen aushelfen müssen. Wiggins mal top, mal nicht so top. Was definitiv klar ist, den Timberwolves fehlt ein Point Guard und ich glaube nicht, dass sie die Guards der Nuggets und das tiefe Team der Nuggets stoppen können. Deshalb schauen wir jetzt, was die verschiedenen Quoten gibt. Also die reine Siegquote auf die Nuggets liegt bei 1,6. Finde ich okay. Das merken wir uns mal vor. Und die minus 3, wie gerade gesehen, gibt so um die 1,9 Quote. Minus 2 gibt auch nochmal eine 1,85, wenn man hier sieht, bei Unibet. Also auf den Tipp würde ich mich doch jetzt sogar fokussieren und klicke das einfach mal an. Genau, das war gut. Zum nächsten Spiel gleich. Jetzt bin ich nochmal doch nicht zum nächsten Spiel. Wir haben natürlich hier noch die Over-Under-Punkte, die wir uns anschauen müssen. Traditionell eigentlich bei den Spielen, die am Nachmittag stattfinden, zumindest in den USA, für uns ist es ja dann schon Abend, wird die Defense ein bisschen vernachlässigt. Der Rhythmus der Spieler ist natürlich auch ein ganz anderer, wenn du 4-5 Stunden eher spielst als normalerweise. Denver als Defensivteam, die Timberwolves als Offensivteams, da kann man jetzt diese Argumentation des Early Afternoon Games in beide Richtungen sich schön reden. Ich denke aber, dass die Defense der Timberwolves sowieso nicht funktioniert, Denver vielleicht nicht ganz bei der Sache ist am Anfang, deshalb erwarte ich hier ein High Scoring Game und bin ganz klar für das Over. Hier sehen wir ganz kurz auf der linken Seite ist das Over. Bei 218 haben wir eine 1,8er Quote und das ist dann auch das, was wir hier einloggen wollen. Also wir sehen das Spiel uns heute natürlich gemeinsam live an. Alle NBA-Freunde da draußen und lasst uns mal auf viele Punkte hoffen und dass die vernachlässigtere Defense auch in leichte Korberfolge führt. Sieg Timberwolves, sorry, Sieg Nuggets und over 218 Punkten hier meine beiden Ideen. Im nächsten Spiel spielen ja die Orlando Magic gegen die Indiana Pacers. Hier die Quotenverteilung 1,6 auf Orlando, auf die Pacers nur eine ordentliche 2,5. Von den eigentlichen Matchups ist Indiana auf jeden Fall nicht gehandicapt. Allerdings bin ich mir bei, also die Tabellensituation ist ja so, Pacers auf 6 haben 4 der letzten 5 Spiele gewonnen. Orlando hat nur 1 der letzten 5 gewonnen und das letzte war auch gegen Memphis 118 zu 86.
davor gegen Dallas 107 zu 106 verloren. Also man könnte hier vielleicht sagen, dass mit den letzten zwei Spielen eine positive Tendenz bei Orlando zu erkennen ist, währenddessen die Pacers ja vor allem daheim ordentlich rasieren. Pistons, Wizards, Bulls und Cavaliers, alles schwächere Ost-Teams. Von daher tue ich mir bei diesem Spiel wirklich sehr, sehr schwer. Die Siege von den Pacers sind jetzt nicht über zu bewerten und Orlando bisher mit einem wahnsinnig schwachen Anfangsstart in die Saison. Und ob sie jetzt wirklich die Wende geschafft haben aufgrund der letzten beiden Spiele, da möchte ich mich ehrlich gesagt nicht festlegen. Für mich hier eine No-Bet. Wer glaubt, dass die Pacers insgesamt das bessere Team sind, könnte mit einem positiven Handicap auf Indiana gehen. So eine plus 3, plus 5, wenn man vom knappen Spiel ausgeht. Allerdings müssen die auf Miles Turner und Jeremy Lamb verzichten. Heißt, dass Vucevic eigentlich rocken könnte. Ich gehe hier in dem Video nicht auf Spielertipps ein. Sabonis bei den Pacers macht einen starken Job mit Double Digits Points und Rebounds. Aber Vucevic, der eigentliche Star der Magic, nicht so gut bisher wie in der letzten Saison. Dem traue ich allerdings in diesem Spiel auch einen positiven Ausbruch zu. Allerdings gibt es hier keine Wettempfehlung, da ich beide Mannschaften nicht richtig einschätzen kann. Richtig einschätzen kann man hingegen die 76ers, die der deutliche Favorit gegen die Charlotte Hornets sind. Hier könnte bei einer 10er-Quote immer das positive Handicap auf die Hornets interessant sein. Jetzt schauen wir einmal hier die letzten Spiele an. Tada! Philadelphia in Denver kann man verlieren, bei den Utah Jazz kann man verlieren. Die Phoenix Suns, eine der positiven Überraschungen des Saisonstarts, diese Niederlage würde ich jetzt auch nicht zu hoch bewerten. Also das sind wirklich drei Spiele, die sie relativ knapp verloren haben. Und die Charlotte Hornets jetzt mit zwei Niederlagen in Folgen haben auch ein Back-to-Back. Also es spricht nicht wirklich viel für sie. Aber man muss natürlich auch immer im Kopf haben, dass bei den 76ers Ben Simmons ausfällt. Noch ein paar mehr Spiele, ich denke so ein, zwei Wochen werden wir noch auf ihn verzichten müssen. Also von daher lasst uns mal auf die Quoten schauen. Wir fangen beim Asian Handicap an. So, eine minus 9, minus 10 gibt nur eine 1,5er-Quote auf Philadelphia. Also das heißt, hier auf Seiten der 76ers sehe ich kein Value, denn die werden das Spiel schon irgendwie gewinnen. Es wird aber immer umso interessanter, je höher wir hier gehen. Also eine plus 14 auf die Hornets hat eine 1,8, eine plus 13 eine 2, plus 15 eine 1,7. Also in dem Bereich finde ich auf die Hornets zu gehen sehr interessant und einen hohen Sieg der 76ers sehe ich nicht. Man muss natürlich auf der anderen Seite auch bedenken, dass die Hornets Back-to-Back spielen. Allerdings von Charlotte jetzt nach Philadelphia zu fliegen und im Rhythmus zu sein, die spielen, also das ist jetzt auch nicht so der Stressfaktor für den NBA-Profi. Über 215 gibt eine 1,9er-Quote. Das merken wir uns mal vor und hier überlegen wir uns noch bis zum Ende des Videos, ob wir es den Hornets back-to-back zutrauen, hier die Line zu schlagen. Nächstes Spiel. Giannis Antetokounmpo gegen die Oklahoma City Thunder. Eine 1-3 auf den reinen Sieg. Merken wir uns mal vor für potenzielle Kombis, vielleicht ist da irgendwas dabei, so eine Favoritenkombi. Oklahoma gestern gespielt, allerdings auch daheim gegen Golden State gewonnen, davor gegen die Spurs verloren, gegen Magic, klar, gegen New Orleans und davor gegen Portland verloren. Milwaukee mit einer Buzzer-Beater-Niederlage, Bogdanovic
mit Ablauf der Shot Clock einen Dreier getroffen. Davor überragendes Spiel von Antetokounmpo bei den LA Clippers. 3 Dreier hat er sogar getroffen oder waren es gar 4. Auf jeden Fall war er richtig, richtig stark und hat die im Prinzip alleine vernichtet, wie er es doch so oft macht. Also, schauen wir uns mal die eigentlichen Handicaps an. Ich glaube, Sieg Milwaukee sehe ich auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt sagen, sie gewinnen mit 5 Punkten, 7 Punkten. Bei 7 ungefähr ist die Line. Hier 7, 8 Punkte. Das ist schon eine Menge Holz. Auch wenn Oklahoma back-to-back ist. Die haben schon einige Spieler, die heiß laufen können an so einem Tag. Also hier überlegen wir uns auch, ob uns das gefällt, Milwaukee plus 5, plus 8, plus 9, da finde ich schon wieder fast interessanter, auf Oklahoma zu gehen, deshalb keine Wette. New York. 1-8 geben uns die Knicks, die Cavaliers eine 2-15, ist ein ausgeglichenes Duell, beide New York als schlechteste Team, nur ein Sieg in den letzten 5 Spielen und das ausgerechnet noch gegen die Dallas Mavericks, die sich unterirdisch präsentiert haben. Cleveland steht deutlich besser da, beziehungsweise ist deutlich mit einem Sieg drüber. 5 Positionen davor. Kevin Love spielt stark. Ich bin mir bei dem Spiel nicht ganz sicher, warum New York nicht daheim gewinnen sollte. Mir gefallen die Cleveland Cavaliers von der Kaderkonstellation tatsächlich besser mit ihren jungen Spielern und haben auf einem schwachen Niveau ein interessantes, ausgeglichenes Team mit Veteranen, mit soliden Rollenspielern und potenziellen Youngsters, allen voran natürlich Sexton. Aber die Knicks auf den größeren Positionen ganz gut besetzt mit Randle, wenn er dann ausbricht. Morris mit einem überragenden Spiel bei den Dallas Mavericks, dazu noch Taj Gibson, also da spricht viel dafür, dass sie Kevin Love in Schacht halten können und Coach David Fitzdale, den sie ja letztes Jahr noch komplett gefeiert haben, schon ein bisschen in der Kritik, was man da so in New York mitbekommt. Ich denke nicht, dass wir ihn bald nicht mehr auf der Bank sehen werden, allerdings sollten die ein oder andere Siege schon dabei sein. Und wenn die Knicks daheim im Madison Square Garden nicht die Cleveland Cavaliers besiegen, ja, wann sollen sie denn dann den nächsten Sieg holen? Von daher loggen wir die Siegwette auf New York ein und schauen zum nächsten Spiel. Over-Under finde ich bei diesen beiden Teams nicht interessant, egal wo die Line ist. Spannender hingegen ist es schon beim Spiel Phoenix Suns gegen die Brooklyn Nets. Also die Quotenverteilung, eine 1,75 auf die Suns, eine 2,28 auf die Brooklyn Nets. Dort spielt Kyrie Irving bisher eine verdammt starke Saison und 7. Platz im Westen trifft auf 7. Platz im Osten. Also das ist so gesehen vielleicht ein Zeichen, dass wir auf dieses Spiel setzen sollten. Die letzten Spiele hat Brooklyn wirklich gut gespielt. Ja, gegen Portland gewonnen. Ich denke gerade drüber nach. Ich glaube, bei Portland hat Lillard 60 Punkte oder so erzielt. Aber Kyrie Irving mit Spencer Dinwiddie war, glaube ich, Topscorer auf Seiten der Nets, konnten trotzdem den Sieg stehlen. Davor gegen die Pelicans müssen sie gewinnen. Gegen die Rockets haben sie am 2. November gewonnen. Also diese Ergebnisse sind schon wirklich positiv, während bei den Suns eine 124-108 Niederlage im Raum steht, davor gegen Philadelphia gewonnen, gegen Memphis, gegen Golden State und nur knapp gegen Utah verloren. Also die Phoenix Suns werden sicher nicht am Ende der Saison in den Playoffs sein, müssen ja auch auf Ayton verzichten, auch wieder wegen der Einnahme von unerlaubten Substanzen. Ich würde hier tatsächlich auf Brooklyn tendieren, da schauen wir uns doch mal die Asian Handicaps an, ob da plus 3, plus 4 Brooklyn vielleicht noch irgendwas Schönes für uns rausspringt. Ich glaube, dass auf den größeren Positionen Phoenix die Nets nicht unter Druck setzen kann und dann hängt halt wirklich viel auch davon ab, was für ein Spiel
Booker haben wird. Und Irving, die haben jetzt einen Lauf. Wir gönnen den Nets den Sieg und sagen eine plus 4 auf Brooklyn. Oder plus 3, je nachdem, welche Quoten man spielen möchte. Die Trailblazers gegen die Hawks, so vielversprechend der Kader aus meiner Sicht von Portland eigentlich aussieht, so relativ enttäuschend sind die letzten Spiele. Da haben sie 4 in Folge verloren. Wie gerade eben gesagt, hier bei den 115 Punkten kommen 60 von Kyrie Irving und der Rest hat nur 55 dazu beigesteuert. Also das ist schon verrückt. Das kann man jetzt positiv sehen von Damian Lillard natürlich. Man sieht, das Video wird auch gerade schon wieder zu lang, ich rede zu viel. Was sagen wir hier? Also Whiteside Day-to-Day, da muss man echt abwarten, ob er spielt. Wenn er spielt, dann sollten die Gegner, die Atlanta Hawks, prädestiniert dazu sein, dass Whiteside ein Monster-Game auflegen könnte und wird. McCullum muss auf jeden Fall treffen. Rodney Hood ist Day-to-Day. Von der Tiefe der Bank würde der den Trailblazers auch gut tun. Das Schöne ist, Atlanta hat auch jetzt gerade mit dem Ausfall von Collins nicht das Team, nicht den Kader, um den Trailblazers hier den Losing Streak auf 5 zu erhöhen. Die Quote sagt auch schon viel. Jetzt haben wir vorhin gesagt, wir könnten zum Beispiel den Sieg der Bucks mit einem anderen Spiel paaren, also eine kleine Favoritenkombi anspielen. Da würde sich dieses Spiel dazu eignen. Der Lauf der Trailblazers ist mir leider nicht gut genug, um hier so ein hohes Handicap anzuspielen. Also minus 8 auf Trailblazers sehe ich jetzt nicht. Ich tue mir aber auch schwer, auf die Hawks zu setzen. Also auch ein positives Handicap auf die Hawks gefällt mir nicht. Also das haben wir mal im Kopf in einer Favoritenkombi. Wo wir uns auch gleich überlegen sollten, noch die Lakers aufzunehmen. Ich nehme mal ganz schnell mein Handy. Also kleine Quoten kombinieren kann man mal machen, wenn man sich da relativ sicher ist. Wenn ich jetzt beispielsweise Bucks, Lakers und die Trailblazers kombinieren würde, kommt da auch eine über 2 raus. Was bleibt uns hier zu den Lakers zu sagen? Spielen wahnsinnig stark, LeBron James mit vor kurzem 3 Triple-Double in Folge gegen die Heat, 95-80 gewonnen, in Chicago gewonnen, in San Antonio gewonnen, nach Verlängerung gegen die Dallas Mavericks, davor gegen die Memphis Grizzlies und bei Toronto läuft es auch sehr gut, haben nicht den Meisterschaftskater, sondern sind wirklich gut bisher in die Saison gestartet, haben auch andere Top-Teams schon geschlagen, allerdings, und deshalb werden sie nicht in L.A. gewinnen, müssen sie in diesem Spiel auf Kyle Lowry verzichten. Ich glaube sogar, dass der gute 2 Wochen noch ausfällt. Und auch Serge Ibaka hat im letzten Spiel sich eine Fußverletzung zugezogen und out indefinitely. Aber ich denke nicht, dass der heute schon wieder zocken wird. Wir schauen uns die ganzen Handicaps an, ob wir da nicht was Interessantes finden. Tada! Und gehen wir weiter runter. Minus 9 ungefähr gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Auf der anderen Seite, warum sollten die Lakers nicht mit 10 Punkten Vorsprung gewinnen, wenn die Raptors so viel Ausfälle haben? Überlegen wir mal von der Logik. Pascal Siakam spielt ja auf Franchise-Player-Niveau derzeit wirklich stark unterwegs. Kann er das auch gegen Anthony Davis schaffen auf der Center-Position? McGee, Dwight Howard, die können schon den Korb ganz gut protecten. Also, was machen wir jetzt in dem Spiel? Wir loggen, glaube ich, tatsächlich die minus 9, minus 9,5 auf die Lakers ein und sagen, dass die mit 10 Punkten Vorsprung gewinnen. Und auch wenn ich diese Quoten eigentlich nicht so mache, von dem reinen Matchup, da sind die Vorteile schon deutlich
auf Seiten der Lakers und die anderen müssen ordentliche Leistungsexplosionen haben auf Seiten der Raptors, dass die da halbwegs mithalten können. Und jetzt überlegen wir uns nochmal alle Tipps in den letzten Sekunden. So, ich werde noch 2 Sekunden schweigen, denn dann gibt es die Tipp-Zusammenfassung ab Minute 25. Minnesota Timberwolves gegen die Denver Nuggets, unser Early Afternoon oder eben unser deutsche Zeit Abend-Game. Da gewinnen die Denver Nuggets und es gibt eine Over-Bet, Over-Punktzahl. Und man kann auch gerne Nuggets minus 2 anspielen für eine bessere Quote um die 1,9. Hände weg von Magic gegen Pacers, weil Orlando jetzt mit 2 positiven Erlebnissen, zwar eine Niederlage gegen Dallas, aber knapp, und davor einem Blowout-Sieg, und bei den Pacers Lamp, Turner, wichtige Spieler fehlen. Deshalb keine Bet auf dieses Spiel, mir zu gefährlich. Philadelphia 76ers gegen die Hornets. Die 76ers müssen auf Ben Simmons weiter verzichten, sind deutlicher Favorit, werden das gewinnen. Die Line allerdings bei ungefähr plus 15 auf die Hornets. Sehr interessant. Trotz Back-to-Back sind die ein interessantes Team und wir gehen auf Hornets plus 15 oder was eben die Line bei eurem Buchmacher ist und bekommen da eine ganz attraktive Quote von um die 1,8, 1,9. Oklahoma City Thunder gegen die Milwaukee Bucks. Hier gehen wir von einem Sieg auf Milwaukee oder von Milwaukee aus. Allerdings entscheide ich mich hier für No Bet, weil die Thunder gerade daheim nicht zu unterschätzen sind und die Line mir auch bei dem Spiel nicht gefällt. Und eine 1,33, dafür ist mir ist mir zu unsicher. Knicks gewinnen gegen die Cavaliers. New York hat auf den großen Positionen einen Überschuss und Cleveland in erster Linie Kevin Love. Auch sollte man zwar Tristan Thompson nicht vergessen. Allerdings glaube ich, dass beide Big Men gegen die Knicks den kürzeren ziehen. Und die haben gerade gegen Dallas gewonnen und sind jetzt drauf und dran, noch ein Spiel zu gewinnen. Brooklyn gewinnt nicht unbedingt bei den Phoenix Suns. Aber Kyrie Irving ist gut drauf. Spencer Dinwiddie auch. LeVert könnte auch mal wieder ein starkes Scoring Game hinlegen. Und die Suns spielen derzeit über ihren Verhältnissen. Wir gehen nicht auf den einfachen Sieg von Brooklyn, sondern wir sichern uns das mit einem Handicap ab. Je nachdem euren Buchmacher, so plus 3, plus 4, vielleicht sogar plus 5, wenn man auf eine Quote verzichten kann. Und zu guter Letzt glaube ich auf 2 Siege der Top-Mannschaften, der Portland Trailblazers und der LA Lakers. Habe gerade auch noch gesagt, dass man Lakers minus 9 anspielen kann. Insgesamt finde ich tatsächlich attraktiver, dieses Duell zu kombinieren. Und zwar ein Sieg für den Blazers, wenn man dann noch so ein Handicap dazu nimmt, eine minus 3 oder sowas. Und das gleiche bei den Lakers, dass man insgesamt so auf eine Zweierquote kommt. Checkt das mal bei eurem Buchmacher ab. Das ist eine Wette, die ich auf jeden Fall einloggen werde und damit hoffentlich auch gewinne. Von daher, nächste Video ist schon wieder vorbei. Wunderschönen NBA-Sonntag. Und ich bin mal gespannt, ich habe eigentlich als Zielsetzung gehabt, dass es diesmal deutlich unter 20 Minuten ist. Jetzt sind wir bei 28 Minuten, aber gut, Ding will Weile haben und wir kommen irgendwann auch mit der Minutenzahl runter. Bis zum nächsten Mal.